Liebe Leser des Osterholzer Kreisblatt, wie Sie sehen, hier schon einiges weg. Die Reihe Frühstück bei, da waren die heute bei mir. Mein Name ist Harald Mark, ich bin Schauspieler. Und es ging heute um Fernsehen, Lesungen, das Leben auf dem Lande. Und wir haben lecker gefrühstückt. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und guten Appetit. Die Rettung für die Osterholzer Museumsanlage naht. Der Landkreis will das Findorfhaus für 2 Millionen Euro sanieren und den Betriebskostenzuschuss erhöhen. Beiträge für den nächsten OHZ Live-Fotowettbewerb unter dem Motto "Wie es früher war" können wieder eingesendet werden. Hier die Gewinner der vorherigen Runde. Ihr Foto schicken Sie per E-Mail an redaktion@osterholzer-kreisblatt.de mit Namen und weiteren Kontaktdaten. Die Spinnen, die Augustendorfer, und zwar im wörtlichen Sinne. In der historischen Hofanlage des Ortes trafen sich am vergangenen Wochenende 164 Spinnenbegeisterte. An jeder Ecke wird gesponnen. Drinnen und draußen drehen sich die Spinnenräder der Gäste, die nicht nur aus Niedersachsen kommen. Sogar aus Görlitz in Sachsen ist jemand dabei. In der Minderheit sind allerdings die männlichen Spinner. Das neue Programmheft für die kommende Saison der Volkshochschule ist verteilt. Eine bunte Auswahl an Veranstaltungen, gut für Körper, Seele und Geist, hat das VHS-Team zusammengestellt. Auch das Osterholzer Kreisblatt ist am Sonntag, 22. September, mit einer praxisnahen Veranstaltung um das Thema Praxiswissen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Vereine, Verbände und Institutionen dabei. Beim Tag der offenen Tür zum 20. Geburtstag der Abfallservice Osterholz holten die lautstarken Rufonkel den allerletzten Ton aus der Tonne. Lions und Rotaria haben auf Gut Sandberg erneut ein Weinfest auf die Beine gestellt, das viele Besucher anzog. Der Reinerlös ist für soziale Projekte bestimmt. Die Erntefestsaison ist auf ihrem Höhepunkt angelangt. Hambergen, Sandhausen und Lesumstudel Werschenrege zeigten sich von ihrer prächtigsten Seite. Mit dem Bubble Soccer Turnier, einer Neuerung im Programm, startete das Erntefest in Sandhausen.